Blick von der Tribüne. Der Start. Ja. 50 Meter bis zur Startmarke und das Rennen läuft. Das ist einer dieser Tage, wo Fritz überhaupt nicht will und auch bereits mit riesigen Rückschritten auf die Reise geht. Fehler der Anfangsauslauf von Sjors. Spitze geht hier zunächst einmal an Pearl Stardust. Die gute Kampf von ganz außen hier. Bis ganz nach vorn. Sjors wurde disqualifiziert. Pearl Stardust führt vor Celari C. Dann sehen wir außen auf dem High Speed. Dahinter ist dann Nordmann ebenfalls prominent vertreten, gleich in vierter Position. Innen Gianluca Basel. Hier von Bernie Digger. Und dann Traveling Motor am Ende des Rennens mit Get Ready for Take. Führungswechsel. Am 500 Meter Pfosten, da geht High Speed nach vorn. Und übernimmt das Kommando von Stardust aus Nordmann auf dem Vormarsch. Und dann Celari C in der vierten Position. Leider gekürzt, wir hören. Die Liga außen, eben Jean-Pierre Marcel. Dann Traveling Motor. Und Get Ready for Takeoff. Letzter Dank der Online-Eskapaden. Nur mal zu Beginn des Rennens und dem durchaus bemerkenswerten Bodenverlust in der Startphase jetzt mal wieder Anschluss gefunden und geht nochmal eben in die dritte Spur und schaut, was dann noch so zu sehen. 17 Uhr der vorletzte Abschnitt, letzte Ecke ist erreicht, High Speed jemand nach vorne, dahinter dann Pearl Stardust geht nach außen und attackiert als erster ganz außen, wird jetzt auch Ernie Digger eingesetzt, dazwischen dann Fritzen mit Celari C ganz außen Nordmann. High Speed, Pearl Stardust, High Speed und Pearl Stardust, High Speed, Pearl Stardust im Kampf um den Sieg unter sich, High Speed innen, High Speed, Pearl Stardust, dahinter dann Nordmann noch auf dem Gratuliert Robin Wacker zu den Leipzigern mit High Speed. Könnt ihr nach vorne kommen? Ja, sicher. Und der vierjährige Ballast mit Stammstil. Danke. Stallglas. Gratulation an Robin Wacker zu mit High Speed und bei der anschließenden Siegerparade nochmal Ihren herzlichen Applaus, meine Damen und Herren, für unsere